Wir befinden uns hier auf dem Felsen hoch über Bürs. Wenn wir hier im Spätmittelalter hergekommen wären, hätte man hier absteigen können hinunter zur Balme Holeneck, die sich in den Felswänden unterhalb von dieser Stelle in einem Spalt befunden haben muss, zugänglich von hier und von unten. Diese Balme, wie man Höhlenburgen auch nennt, ist für 1360 bezeugt und hat damals den Namen Holeneck getragen. Holeneck wird sie deshalb geheißen haben, weil der Fels hier an der anderen Seite bei der Pfarrkirche, bei der Bürser Pfarrkirche, das Eck gehabt hat. Und hier war das hohle Eck, das eben eine andere Form aufgewiesen hat und Platz geboten hat für eine Balme. Diese Höhlenburg muss irgendwann im 14., 15. Jahrhundert abgekommen sein. Vielleicht ist hier was geologisch nicht ganz so stabil gewesen, wie man gemeint hat. Auf alle Fälle hat die Burg eine Nachfolgerin hier heroben auf der Terrasse des Felsens mit vorgelagerten Gütern, die sich hier hinauf erstreckt haben auf den Stein, wie die ganze Zone hier geheißen hat. Und diese Burg, hier hat man dann auch Burg Holeneck genannt, aber dieser Name hat natürlich seinen Sinn verloren und vielleicht war er auch zu wenig höfisch, sodass sich hier im 15. Jahrhundert für die Anlage auf dem Felsen die Bezeichnung Rosenberg durchgesetzt hat. Die Burg Rosenberg hier an markanter Stelle über Bürs war zunächst im Besitz von regionalen Adelsgeschlechtern, wurde aber im Spätmittelalter von dem Landesfürsten requiriert. Die ganze Zone scheint hier als landesfürstlicher Besitz auf bis ins 17. Jahrhundert. Allerdings hat der Übergang von den einzelnen Adelsgeschlechtern in den landesfürstlichen Besitz auch bewirkt, dass die Burg hier abgekommen ist, dass bald nur noch Ruinen hier gestanden sind. Und zu Beginn des 17. Jahrhunderts ist hier nur noch von einem Burgstall die Rede, das heißt nur noch von leerstehenden, ruinösen Gebäuden. Diesen Burgstall kaufte im 18. Jahrhundert einer der reichsten Bürser, Christian Lorünser, hat dann auch in sein Wappen stolz den Besitz der Burg Rosenberg aufgenommen. Das lorünserische Wappen hat oben die Bürser Ringe halten und unten einen Berg mit einer Rose drauf, also sprechendes Wappen Rosenberg. Diese Güter hier auf dem trockenen Terrain auf der Chasse hier haben auch bald für die Lorünser den Wert verloren und sie haben diese Burg Rosenberg dann bald eingetauscht mit der heute sogenannten Burg Roseneck. Als die beiden Linien Werdenberg-Sargans und Werdenberg-Heiligenberg den Wallgau teilten, kam zu den Heiligenbergern nicht nur die Stadt Bludenz und das Montafon, sondern auch als Außenposten die Feste Bürs, die sich hier befunden hat. Als die Herrschaft Bludenz vom letzten Werdenberger an die Habsburger verkauft wurde, übertrug man auch diesen Außenbesitz, die Feste Bürs,
in habsburgischen Besitz. Das hatte zur Folge, dass bei den bekannten Appenzellerkriegen 1405 auch mit etlichen anderen Wallgauer Burgen die feste Bürs in Flammen aufging, weil die Habsburger eben das große Feindbild der Appenzeller und der mit ihr verbundenen gewesen ist. Das hatte zur Folge, dass im Zuge der Appenzellerkriege auch die feste Bürs von den Appenzellern und ihren Verbündeten in Schutt und Asche gelegt worden ist, wie viele andere Burgen hier im Wallgau, die mit den Habsburgern in Verbindung gebracht wurden. Nach der Zerstörung in den Appenzellerkriegen zu Beginn des 15. Jahrhunderts hat sich hier nichts mehr getan. Hier haben sich jahrhundertelang nur noch Ruinen befunden, bis gegen Ende des 19. Jahrhunderts im Zuge der Romantisierung, im Zuge der Romantik auch hier wieder Interesse erwacht ist und man diese alte Burgruine wieder zum Leben erweckt hat, indem man sie nachgebaut hat, wie man sich es damals eben vorgestellt hat. Also die heutigen Bau, der heutige Bau der Burg Roseneck ist eigentlich nicht viel älter als etwas mehr als 100 Jahre. Der Name Roseneck ist hier eigentlich völlig falsch am Platz, weil Roseneck kommt in den Urkunden nur einmal als Schreibfehler vor, in den Unterlagen, die sich auf die Burg Rosenberg beziehen. Einmal hat ein Schreiber festgehalten, die Balme Holeneck und die Burg Roseneck. Er hat aus Versehen zweimal Eck hinter den Namen geschrieben, wo er Rosenberg hätte schreiben müssen. Diesen Schreibfehler hat dann im 18. Jahrhundert ein Karrierebeamter in Schloss Bludenz, der die Unterlagen gekannt hat, dazu benutzt, sich ein adeliges Prädikat zu suchen. Er hat sich Gilm von Roseneck genannt, weil es eben diese Burg nie gegeben hat und er damit niemanden ins Gehege gekommen ist und er sozusagen eine ganz neue Familientradition aufbauen hat können. Aber das Ganze hat zur Folge gehabt, dass dieser Name Burg Roseneck dann immer mehr mit dieser Ruine in Verbindung gebracht wurde, weil die Reste der Balme Holeneck oder der Burg Rosenberg völlig abgegangen waren und sich niemand mehr erinnern konnte, dass die eigentliche Hauptburg der Bürser über ihrem Dorf gestanden ist. So hat es sich ergeben, dass für diese Burg ein Name verwendet wurde, der für eine andere Burg gedacht war, der auch auf einem Abschreibfehler basierte und eigentlich mit der Geschichte fast gar nichts zu tun gehabt hat, außer dass eben ein Adeliger ihn gerne zu seinem Adelsprädikat verwendet hat. Dass hier in Bürs zwei Burgen so nahe beieinander stehen, hat den Grund, dass hier einst eine sehr wichtige Straße vorbeigeführt hat, die es zu kontrollieren galt. Sie führte nämlich in die Bergbaugebiete des Sarotlertals, denen in der frühen Neuzeit und im Spätmittelalter noch hohe Bedeutung zugekommen sind.